Klar, checken hier oben das mal schnell durch. Puh, das ist schon immer noch mal was anderes, auf einmal alleine zu spielen. Und dann auch noch in Elektro. Aber in letzter Zeit bin ich in Elektro gar nicht so gelobt. Nicht? Okay, ich war schon länger nicht mehr hier, also von dem her kann ich das gar nicht genau sagen. Aber kein Rucksack und nix, das ist ein bisschen ätzend. Bräuchte dringend einen. Nicht mal im Feuerwehrgelände was gewesen? Nee, leider nicht. Thema spätestens in Berenzino finden wir was. Ja, das könnte schon sein. Ich weiß gar nicht, wie lange wir überhaupt machen. Weiß ich auch nicht. Also mit, ne? Und so. Oh Gott, stehen hier wieder viele Zombies. Eieiei. Ach, ist das toll. Jo, präsentiert er hier. Ja. Nicht cool. Oh, da liegt noch ein Schalter. Ja, ein Schalter von Capacitor für die Mosi. Ah. Jetzt haben Männer denn wieder schon. Oh nein, ich höre einen Zombie. Oh nein, ich höre Schritte auf mich zu. Geh weg. So, ist klar, den haben wir. Boah, manchmal dieses Loot-System hier drin. Hallo. Ich will dich haben. Hallo. Nein, nicht, das ist mir auch egal. Du hättest eigentlich zu seiner neuen Vermieterin sagen müssen, ich kann gerade nicht, ich werde von Zombies umzingelt. Ja, und schon hätte er keine Wohnung gehabt. Das wäre das andere. Ja, aber lustig. Stell mir jetzt gerade so vor, die Situation. Kompensator. Das ist ein Kondensator? Kompensator. Okay. Kondensator. Ja, habe ich gerade verstanden, deswegen war ich auch ein bisschen irritiert. Warum nicht, ne? Sieht hier wieder ein grüner Raincoat, aber warte mal, der ist besser als meiner. Zumindest ist er nicht ganz so verschlissen. So. Jetzt bin ich wieder schick. Nigelnagel, neue Schuhe, neue Raincoat. Was will man mehr in der Zombie-Apokalypse? Brauchst du einen gelben Arbeiterhemd? Gelben Arbeiterhemd? Nö. So ein rotes Arbeiterhemd, eine Axt, dann kannst du, oder eine Schaufel, dann bist du einer von den OMG8-Typen. Yay, das wollte ich schon immer mal sein. War mein größter Traum nicht. Jetzt ist eine Weste gehabt, da stand Press drauf, also Presse. Okay. Und vielleicht ein Fotoapparat gefehlt oder so. Ding, ding, ding. Aber auch ganz lustig. Die habe ich ja auch übrigens in dem Polizeihaus gefunden, wo du tödlich verunglückt bist. Ah, okay. So, und hier hinter liegt eine Mosin oder sowas. Ich glaube, es ist eine Mosin, die hätte ich gern. Aber er will sie mich nicht aufheben lassen. Ja, das klappt schon, da musst du ein bisschen nütteln und fuddeln. Ja. Oh Mann, her mit dir. Jetzt lege ich mich in dich rein, geil. Komm her. Alter, komm schon, ich seh dich. Versteck dich doch nicht. Vielleicht schmeiße ich meine Schroti einfach mal kurz hier ins Eck. Ja, dann klappt es. Awesome. Ja. Geil, eine Mosin.
Eigentlich fast ein bisschen langweilig, weil ich immer mit einer Mosin rumlaufe. Hatte ich nicht vorhin noch Munition dafür oder habe ich die jetzt nicht mitgenommen, ich Idiot? Wenn bist du hättest Munition. Ja. Ich erinnere mich. Aber ich erinnere mich nicht mehr, wo ich die hingelegt habe. Ah, das ist SKS-Muni. Ich kriege diese Muni immer noch nicht so ganz auf die Reihe. War irgendwo, weil ich was rumfummeln musste, meine Munitionskiste abgelegt und dann irgendwie 500 Meter weiter vergessen. Ups. Ich hab da was vergessen aufzuheben. Ich habe jetzt also dementsprechend keine Muni mehr dafür. Weil ich die von liegen lassen habe, ich nehme die SKS trotzdem mit. Weißt du noch wo? Nee, ne. Natürlich nicht. Nee. Aber irgendwie mag ich die SKS, die Mosin einfach lieber als. Ja, dann behalte das Spoti. Ja, ist halt bloß ein bisschen doof, weil die jetzt leer ist, aber egal. Aber du hast erstmal was. Ich meine, Munition ist ja nicht das Ding, wenn wir uns treffen. Nee, das stimmt wohl. Ach. Ja, sind die 10 Minuten nicht schon um? Weiß ich nicht. Bin gerade ein bisschen zu gespannt, um das gut zu beurteilen. Ja, du bist jetzt wieder eine Levelfrage, ne? Ja, das ist immer das Gleiche. Ja, aber es läuft ja gerade erstaunlich gut, also da kann ich mich schon nicht beklagen. Oh, das hatte ich auch mal und dann, naja, ne? Ja, dann kommt der nächstbeste vorbei und snackt dich einfach um. Gerade weil du so ein Idiot bist und die Waffe einfach, die du benutzen kannst, liegen lässt und die andere mitnimmst, nur weil du sie schöner findest. Aber kein Rucksack, also schon eine Menge gefunden, aber kein Rucksack. Ja, das ist scheiße, da bringt ja das die Menge auch nichts. Nee. Ich finde halt gerade ein Rucksack ist am Anfang sehr viel wichtiger als eine Waffe. Ja. Und zu essen habe ich auch noch nichts. Interessanterweise. Ich würde jetzt Katze füttern, aber du bist ja nicht da. Tja, muss deine Katze unter Flow leiden. Kommen wir dich drum rum. Los, Whisky. Katze in die Augen auf. Boah, das ist ja schon so spät auf einmal. Alter Vater. Ja, yay, ne? Ein Schulmädchen-Rucksack. Ja, besser als nichts. Awesome. Ja, natürlich sehen mich die Zombies einfach wieder durch das Fenster ganz oben hindurch und jagen mich jetzt. Das klingt so logisch. Und jetzt wieder in einem Haus, da sind die doch immer so verbuggt. Soll ich riskieren, schnell zu gehen? 30 Sekunden. Uha. Ich weiß nicht, ob das schlau ist. Risiko, ich bin mir auf eigenes Risiko. Weiß nicht, ich guck nochmal raus. Deren Gebäude, wo keiner reingeht. Ich meine, wo hockt ihr denn gerade? Ja, in der Stadt noch oben drin, aber in dem Gebäude, wo eher weniger Leute reingehen. Ja, okay. Das ist ja schon mal ein Vorteil, aber sicher ist auch was anderes irgendwie, ne? Weißt du was? Scheißegal. Boah. No risk, no fun, ne? Ach, ich komme dann schneller bei dir. Da ist er ja wieder. Timing, pass du jetzt mal auf mich auf. Bin gleich wieder da, ich flieg um die Ecke. Ah ja, ein Kommen und Gehen. Dafür habe ich jetzt alles geklärt. Sehr gut. Ich habe auch gerade meinen ersten Rucksack gefunden. Gratuliere. Sieht lustig aus, so ein großer, schwarzer, stämmiger Mann mit so einem kleinen Mädchenrucksack auf. Finde ich irgendwie ganz witzig. Ich will auch nicht wissen, wie das hier aussieht. Wie die liegt da in der Ecke. Zielt mit seinem M4 auf der Wand. Ich sitze mitten im Raum. Die einzige Tür, die abgesägte Schrotflinte gerichtet. Ich habe jetzt gleich alle wesentlichen Gebäude hier durch. Uah. Boah.
Der letzte Schluck war gruselig. Das ist ja meistens. Also, was macht man? Man macht sich einen neuen fertig. Von dem guten Gebräu aus Kentucky. Mach mal keine Werbung hier. Wir trinken alle Milch. Ja, es ist Kentucky-Milch. Milch. Ich hab gerade schockiert festgestellt, wie spät das eigentlich schon ist. Ja, ne? Schlimm sowas. Ich hab bei Balas heute noch nicht ein Wort gewechselt. Ich schon. Ja. Jo, BB. Oh, ich kann meinen Mädchenrucksack austauschen. Gegen einen jungen Rucksack. Gegen einen orangenen, mittelgroßen Rucksack. Komm, kleiner Mann. Was, kleiner Mann? Genauso groß wie du. Wo denn? Ein Zombie. Wo denn? Ja, genau. Nein, ich sehe keinen. Was mich wundert, dass hier in so einer großen Stadt. Ich höre aber einen. Ah. Hey, ich denke mal, wenn du jetzt geschossen hast mit dem Ding, kommen schon noch ein paar. Alle. Du musst aber hinter uns irgendwo rausrutschen. Theoretisch. Da ist er! Komm her hier. Alter, ist das Ding laut. Oh, lass mal in die Kirche fix flitzen. Hey, guck mal, da kommen noch zwei. Ich sehe schon wieder einen. Ah, da kommen noch ein paar mehr, ne? Komm, kleiner Kumpel. Sag mich, du hast jetzt meinen kleinen Kumpel weggebolzt. Wunder mich selber, den kann ich doch nicht getroffen haben, oder? Manchmal passiert Unmögliches mit einer M4. Ah, da schnapp dir den. Lass dich hier draußen mal alleine, ne? Oh, Junge! Ach ja. Oh, die Scheiben zu Bruch drin. Bummklur! Ich guck mich mal in die Tür. Jo, hier ist nichts weiter. Jetzt hat meine Schrotflinte erstmal keine Muni mehr. Wenigstens noch Wasser, ja, die Boden. Wie? Nicht mal Weihwasser zum Waffenwein. Ich da vorne ist ein Haus mit Balkon, da sind Waffen drin. Ja, da wollte ich auch genau jetzt drüben snappen. Zombie? Irgendwo so. Ich mache mich jetzt übrigens gerade auf dem Weg, also die Küste entlang. Energized, hydrated, alles klar. Nicht am Bluten. Ich finde, Bluten tut man sowieso sehr viel schwieriger als einst einmal. Also deine Bitcoin macht auch schon ein bisschen Krawall, ne? Macht alles Krawall. Krawall. Ach oh Gott, Trübtauer, Geistermusen, Ginst oder so. Ich. Oh, dann wovon redet ihr gerade bitte? Ich, keine Ahnung. Das war Lorio. Achso. Siehst du das hier auch, was ich sehe? Ich sehe gerade einen Erste-Hilfe-Kasten und komme wieder raus. Wo denn, was denn? Geradezu, auf der Tür. Da ist ja, das ist normal, das ist immer bei dem Haus zumindest an der Stelle. Was denn? Gut, ich nehme die andere Tür. Fakt ist. Klärt mich doch mal auf. Ja, die Treppe ist irgendwie so verrundepiebel, dass du da so nicht rein kannst. Die Tür ist total verschoben und da ist noch eine Tür drin, die eigentlich nicht da rein gehört. Und ach so. Tür in der Tür halt. Tür in Tür. Okay, dann brauche ich kurze Hose. Okay. Oh, guck mal, eine SKS. Und ein Bier. Griffel weg, mein Bier. Eine SKS würde ich jetzt, wenn ich eine finde, tatsächlich auch mal nehmen. Einfach, damit ich sie auch mal benutzt habe. Basis.